Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ich möchte euch heute in diesem Video ein Gadget vorstellen, was ich mir zum allerersten Mal geholt habe. Spaß beiseite, das wird nicht der YouTube-Titel sein. Keine Sorge, ihr habt diesen heiß begehrten Titel nicht ohne Grund angeklickt. Wir spielen heute kein Call of Duty. Und ich weiß, wenn ich den nächsten Satz ausspreche, kriege ich wieder 50 Dislikes auf meinen Nacken, wieso auch immer. Weil ich nicht anscheinend machen darf, was ich möchte. Heute ist mein erstes Mal TikTok. Jetzt geht's aber los. Ich werde mir jetzt mit euch gemeinsam einen TikTok-Account erstellen und zum allerersten Mal über meine neue For You-Page swipen, schauen, was mich erwischt, ob ich ausrasten werde, ob ich über die geilen Videos finde. Ich habe euch ja gesagt, mich interessiert das schon, was da auf dieser Plattform abgeht. Ich finde das sehr krass. Na, wer weiß, wann ich Geburtstag habe? Wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? 30. Juli 1997. Ich habe heute eine Hinge-Benachrichtigung bekommen. Ich kriege ein Match und die Nachricht, die ich kriege, ist: Ich liebe alte Männer. John ist offiziell Rentner mit seinen 26, Bruder. Einfach alter Mann. Benutzername Onkel John. Ja, das war ja klar. Rentner John. Passend zum Thema Rentner John. Wir gehen direkt auf meine For You-Page. So viel weiß ich. Oh, es geht los. Oh, es wird lustig, glaube ich. Ich glaube, es wird lustig. Oh nein, ich glaube, es wird lustig. Weil ich glaube, 50% werde ich lachen, 50% werde ich richtig Trash-talken und alles Scheiße reden. Ich bin ein Boomer. Okay, gut, lange Rede. Endlich geht's los. Wenn du einen schlechten Tag hattest und dich, ich bin heute wirklich der Rentner, ne? Und dich einfach alles aufregt. Du bist im Weg, Junge. Merkst du irgendwas? Was sagst du? In die Fresse! Oh, oh. Sag mal, hakt bei dir im Kopf, oder was? Sorry, Mama, ich bin jetzt ruhig. Das ist ein Scheißproblem! Was sagst du? Oh, es ist 50% ultra unangenehm und 50% finde ich es irgendwie lustig, weil ich kenne das auch. Ne? Manchmal habe ich so, mein Herz ist los! Und dann regt mich irgendwas so sehr auf. Aber ja, das in Videoform rüberzubringen, ist natürlich eine Challenge. Die Challenge hat sich gelohnt. 235.000 Likes innerhalb von 2 Tagen. Das ist ja komplett krass. Das ist ja komplett crazy. Ich schwöre euch, das macht mich schon ein bisschen rattig. Das finde ich schon sehr krass, dass man auf TikTok 1,6 Millionen, ne? Nein, ich hab's geliked. Oh Gott. Oh nein, 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 jetzt ist Schluss. Einer zu viel, einer zu viel. Einer zu viel. Aber Kommentare, alle positiv. Ne? Also kein einziger Hate hier. Bestes Video, was ich heute gesehen habe. Bestes Video, Bruder. Das würde mich wirklich reizen, da mal Banger rauszuhauen und mal so richtig viral zu gehen. Mal Onkel John mit 10 Millionen TikTok-Views. Würde ich irgendwie feiern. Okay, komm, weiter geht's. Nächstes. Bevor du nach meiner Nummer... Oh nein. Was erwartet mich jetzt? Du fragst, musst du an meinen Bruder ran? Gucken wir mal in die Kommentare. Soll er kommen? Ich komme nicht. Er geht ins Krankenhaus. Wieso zeigt sie sich eigentlich nicht? Wieso, was ist das? Was ist hier los? Boah, das ist halt auch Humor. Also tickt, also ne, Humor ist eh so eine Sache. Ich will auch niemanden für Humor judgen, aber Humor ist so einer der größten judgeable, ja. Er soll kommen zu meiner Beerdigung. Er ist schon ein bisschen lustig. Aber ihre Reaktion ist schon immer gleich. Okay, oh, ich bin so am Haten. Oh, das wird schlimm heute. Hi, mein Name ist Anna. Ich bin 26 Jahre alt, arbeite Vollzeit als Ärztin und Astronautin. Ah, diese Freckles. Ja, okay, lass es nicht rein. Talentierte Frau. Talentierte Frau. 30 Millionen Likes. 30 Millionen Likes. Alter, das ist so crazy, ne? Leute, sie sieht ja wirklich hübsch aus, aber Real Talk, wie halt Madison Beer, wie sie alle aussehen. Remember. Sehr, sehr hübsch, versteht mich nicht falsch, aber 335 Millionen Views. I like the way you write it, I saw me, it look like Saturn, just like 5-0.
Aufhören, aufhören, John. Raus hier. Oh, das ist Reizüberflutung. Raus, raus. Digga, die geht ja so viral in letzter Zeit. Gott hat seine Lieblinge. Wie Stromberg auch sagt, wenn es umgekehrt wäre, manche Menschen hat der liebe Gott kurz vor Feierabend gemacht. Sie hat er ganz früh morgens nach dem besten Schlaf gemacht. Aber ich fühle mich auch sehr komisch, das jetzt hier so sehr auszu... Ich meine, sie ist hübsch und jetzt reicht's auch mal. Ach du Scheiße, war ihre Pussy ausgeleiert. Piovi, du bist unter Jungs und kriegst die... Ich schwöre, noch nie hat ein Junge so geredet. Also in meiner Welt noch nie. In meiner Welt noch nie. Ich sag sogar, jetzt wieder ein Hot-Tag. Ich habe letztes Video schon Hot-Tag rausgehauen. Mädchen reden untereinander ehrenloser als Jungs untereinander. 100%. 100%. Jungs reden gar nicht über, im Detail über Mädchen oder was passiert ist oder wie auch immer. Wirklich, wirklich wahr. Also ich zumindest nicht. Aber ihre Lippen sind schön aufgespritzt. War ihre Pussy ausgeleiert. Ich hab gedacht, King Kong und alle meine Bras hier hätten ihr Geburtstag... Bras! Ja, gut. Gut, gut, gut. Oh, was, der Algorithmus mir jetzt hier immer weiter... Was ist los? Wo ist los? Wie komme ich weiter? Ich hab den Algorithmus gebrochen. Ich will mich nicht entscheiden. Weiter geht's. Du denkst, ist noch eine Stufe... Es ist so unlustig, was es unlustig macht mit diesem Soundeffekt. Ich lieb's komplett, ne? Zoom-Unterricht hatte ich nicht, können wir skippen. Und damit das Licht im Treppenhaus einfach ausging. Ja, okay, jetzt reicht's. POV Jam ist dein Spirit Animal. Jam ist wahrscheinlich hier Bühler und Schäler. Peinlich, so öko, ey. Okay, ist gut, jetzt bitte, meine Ohren bluten schon. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ey, du stinkst voll. Einen lustigen Film, ich muss sagen, ich finde ihn oft bodenlos unlustig. Leider war, aber der Film, Real Talk, ich musste sehr oft lachen. Frederik Lau, Paulina Rodzinski und Til Schweiger. Comedy King John. Das ist sehr lustig. Ich schwöre, ich habe tot Spaß gerade, TikToks zu gucken. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Alter, ist das geil. Leute, ist das geil. Das neue Format, kein Call of Duty mehr, nur noch TikToks reacten. Der Duden hält jetzt mal die Fresse, sonst kommt er ins Altpapier. Na, du Arsch. Heute schon deine Kokosnüsse gegessen? Ja und? Bodenlos und lustig. Ah, ey, du hast voll hart gebissen, du Fatze, Digga. Guck mal, wie hart du gebissen hast, du Missgeburt. Der Nächste. Du läufst wie ein Pferd. Es ist halt nur lustig wegen Bruce Lee. Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Es ist auch schlimm, wenn ich hier alle judge, jedes Video scheiß finde und nur über mich selber lache. Es ist wirklich größtes Self-Exposed, dieses TikTok-Video. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Mein Mann weiß nicht, wie er die Tablette geben soll. Oh, einfach in ein Stück Wurst rein und dann füttern. Den Hund? Nee, ihr Mann. Vielleicht wedelt er dann wieder mit dem Schwanz. So, da messen wir mal das Fieber, ne? Im Hintern? Nee, zwischen meinen Augen. Oh, 39,4. Boah, also im Hintern, es war wirklich ein ehrenloses, erniedrigendes Gefühl von der eigenen Mutter, das Thermometer ins Arschloch reingesteckt zu bekommen. Leute, das geht nicht klar. Also heutzutage macht man das auch nicht mehr, oder? Vielleicht bei Tieren. Ich kenne nur noch diese Piepgeräte, die man hier sich an die Stirn schläft oder was weiß ich hält. Kinder! Boah, sie nerven. Bring sie mir lieber bei, wie ich Model werde. Ich glaube, das wird nix. Das ist süß. Oh, Katzen sind so süß manchmal. Katzen können aber auch ganz furchtbar sein. Weiter geht's. Digga, Väter sind einfach anders, sag ich ehrlich. Seid ihr mal mit eurem Papa Auto gefahren? Oh, das Lied. Oh, das Lied. Ist so geil, das Lied. Mein Gott, ist das geil. Ich habe auch einen Hardcrush auf die rothaarige damals gehabt. Dass ich tanz wie ein Gaul. Mister, halt dein Maul. Oder hier, das war auch so gut mit Alberto und Flying Uwe. Was
so gut, das sah so gut. Also ich meine, für die Zeit auch, wie es gefilmt ist, alles. Alberto ist so cool. Der Typ wollte mir die Finger abschneiden. Und? Ja, ich liebe meine Finger. Simon Destiu, Simon Destiu, wer hat ihn erkannt? Schade! Oh, ich liebe Reactions einfach nur auf alte Sachen. Das ist einfach das Geilste. Warte mal, wen kennt man hier? Ihn kennt man auch irgendwo her. Aber auch in den Videos. Ich glaube, er ist jetzt, Facecam seht ihr nicht, er ist jetzt Manager irgendwo. Social Media Manager. Und er da hinten ist es nicht Mert Matan. Oder wie ApoRed ihn damals genannt hatte, Mert Patan. Okay, ich will jetzt das Lied hören. Oh. Scheiß drauf, ich hab ne Mütze. Ich darf das, weil Mütze. Es ist so gut, es ist so gut. 10 Jahre her. Weiter geht's mit TikToks. Oh mein Gott, das ist so, das ist so dumm. Okay, es gibt auch manchmal Jokes, die zu lang gezogen werden. Ich habe immer was zu meckern, ne? Fällt euch das mal auf? Dieses. So, bitte. Digga, ich bekomme immer nur die gleichen vorgeschlagen. Wieso bin ich. Oh, ich darf nicht schreien. Kurz vor ihrem Tod an besondere Momente. Alter, Leute. Gangnam Style! So, Freunde, also hier das ganze. Wow. Pack ist hier abgesperrt. Ja, moin. Alles abgesperrt hier. Wir sind wo in ist Berlin, es? Schöneberg. Wow. Und zwar ist hier einfach mal ein Riss im Haus. Und der Statiker war wohl schon da. Digga, sowas feiere ich ja. Also, steht mich nicht falsch, ich feiere das jetzt nicht, aber so diese Videos, so Skandal, man ist direkt guckt, ne? Man will direkt wissen, um was geht's hier, what the fuck. Das gilt ja so als einsturzgefährdet. Junge. Was, also wieso wird mir das jetzt vorschlagen? Was hat der Algorithmus sich dabei gedacht? Das hat 116 Likes. Ja, keine Ahnung, weiter geht's. Ich bin rechts und stolz drauf. Und ich verstehe auch das Problem dabei nicht. Ich meine, heutzutage bist du ja schon rechts, wenn du gerne Auto fährst, Dinge hinterfragst und... Oh Gott, oh, ich bin ja jetzt schon so sauer, Alter. Direkten Punkt. Omas Insta. Super, das gibt natürlich auch nochmal 2. Ich mich schütteln, ja. Oma, oh, das ist also... Was ist das für ein Geschmack? Kinder zeigen in seinen Videos, finde ich schon problematisch als allererstes. Ich mag ihn auch nicht, obwohl ich es gefeiert habe, dass er bei Hertha eingewechselt wurde. Da habe ich es ihm gegönnt und da fand ich es eklig, dass alle ihn ausgebuht haben, so diese typischen Hertha-Ultras. Ich finde manchmal ihn irgendwie sympathisch und manchmal finde ich seine Art furchtbar. Was ist das für ein Geschmack? Eis. Nein, der Geschmack ist nicht Eis. Das ist Himbeer-Vanille. Kannst du das sagen? Das ist Himbeer-Vanille. Nein. Aber das ist halt süß, weil das Baby total süß ist. Aber ich mag es halt nicht, dass eigentlich Kinder so gefilmt werden fürs Internet. Bin ich nicht der Fan von. Aber die Konversation ist natürlich süß, wenn das Kind zu seinem Papa spricht. Was sonst? Eis. Und er ist bestimmt nein, super Papa. Das ist ein Eis, ja. Aber seine Kauleiste ist ehrenlos. So wie bei jedem, der sich die Zähne so mit Vinyls... Ich schwöre, der Einzige, der gut aussieht mit gemachten Zähnen, ist Monte. Alle anderen sieht komplett Arsch aus. Sorry, dass ich hier wirklich Hater-John ist. Aber guckt euch mal Kyle Hoss seine Transformation an. Das war Kyle Hoss. Ich weiß, viele mögen ihn wahrscheinlich und ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber die Zähne... Digga, jetzt habe ich es, jetzt ist Karma, jetzt hat Karma zugeschlagen, es musste passieren, alles nass. Wenn man mit seinen Zähnen unzufrieden ist, dann kann ich das 100% verstehen, dass man da was verändert haben möchte. Wenn die krumm und schief sind, dass man die gerade haben möchte, wenn sie zu gelb sind für seinen Geschmack, dass man sie heller haben möchte. Ich kann das alles 100% nachvollziehen. Ich finde nur, so hardcore, wie es jetzt zum Beispiel ein Kyle Hoss hat oder der, ich weiß gar nicht, wie komme ich jetzt überhaupt darauf, der am TikTok wahrscheinlich. Alles ist perfekt symmetrisch. Alles ist perfekt der gleiche Weißton. Das ist einfach dann auch nicht mehr realistisch. Und dann, finde ich, verliert es auch an,
an Originalität. Ne? Wir Menschen sind alle individuell. Und wenn jeder diese Kauleiste hat, jeder diese absolut akkurate Herde. Und ich verstehe, ich habe selbst auch Komplexe andauernd und immer wieder. Und ich verstehe, wenn man Dinge weghaben möchte, die Nase gerne ein bisschen gerader hätte, die Wangen noch ein bisschen prominenter, die Haare noch mit einer schöneren Hairline. Ich verstehe das alles. Und ich kann auch verstehen, wenn es einem so sehr stört, dass man das ändert. Aber sorry, dass es bei Nader komplett dort aussieht. Nader ist ein sehr, sehr attraktiver Mann, aber das ist, Digga, Bruder, als hätte er da so weißes Papier sich hingeklebt. Da ist ja keine Struktur mehr zu erkennen. Das ist ein weißer Balken. Also da kamen zwei Freunde, ich war mit der da im Bikini. Wir standen einfach so und auf einmal sehe ich, wie die mit dem einen Typen rumgemacht hat und er so, willst du mich nicht küssen? Und dann habe ich mit dem anderen Typen rumgemacht und so sind wir ins Bett gelandet. Warum macht ihr das? Sprich sie, ja, wieso denn nicht? So lustig. Bist du schon mal fremdgegangen? Ich kann das alles nicht mehr. Wie ist dieses letzte Video so von mir? Es ist schon bodenlos. Es ist schon bodenlos. Nicht ihr jetzt, das könntest du natürlich auch zugeben, aber generell. Ihr nicht, aber schon viele Male, ja. Du bist schon viele Male fremdgegangen. Ja. Was macht sie aus, dass du hier noch nie fremdgegangen bist? Dass ihr erst so kurz zusammen seid, oder? Digga! Wie kommst du, dass du dir jetzt so ein Schwein ausgesucht hast, dass den Frauen fremd geht? Geiler Typ. Ich hab's tatsächlich bis jetzt nicht gewusst. Oh. Digga, what the fuck, Alter? Sie nicht kann, kann ich. Was ich nicht kann, kann sie. Oh, süß. Wenn ich 100 Briefe schreibe, liest sie 98 davon durch. War so okay, schön. Ja. Ich sag okay, ehrlich, gibt's auch. Es ist so eine Floskel, ich schwöre, das gibt's immer weniger, oder? Er sagt, merk dir, wenn du mich packst, hetz ich mein Vater auf dich. Gucken wir mal in die Kommentare. Er wird sehen. Wie ja, okay. Ist euch eigentlich bewusst, dass wir die letzte Generation sind, die mit einer unabhängigen Mutter aufwächst, die kein Social Media hatte? Sie wusste früher nicht mal. Immer diese Stimme, das ist ja KI-Stimme. Das hört sich so gut an und einfach wie im Film. Und dann diese Musik, das ist so typische TikToks. Muas schickt mir auch immer so Bro-TikToks. Das muss ich euch ganz kurz zeigen. Tastatur geht nicht mehr. Tastatur geht nicht mehr, ja Kelb. Komplett broke, die Kacktastatur. Geht gar nichts mehr. Und wir sind auch die letzte Generation, die noch einen richtigen Mann als Papa hatten. Er hat nicht den ganzen Tag nur Videospiele gespielt, seine Zeit auf Social Media verschwendet oder irgendwelche Frauen bei Tinder geswiped. Aber es trifft auf mich zu. Ja. Aber wieso muss ich immer so tieren? Also fühle ich natürlich. Ich finde es immer ein bisschen unnötig. So, es gibt manche Männer, die auch dann so da so stehen. Wach auf! Wach auf! Schmeiß das PlayStation-Spiel auf den Mund. Wach auf! Wach auf! Und das ist ja dann auch wieder so krampfhaft männlich, so krampfhaft. Es geht nur so und geht nur ohne, komplett gar nicht, dann ist Schwanz. Und das ist halt auch übertrieben. Aber ja, die Balance zu finden oder so, das ist schon wichtig, denn nur vor der Konsole, nur Tinder, nur dies, macht uns alle nicht glücklich und macht uns alle, bringt uns nicht weiter. So, weiter geht's, komm. Oh, das Lied ist auch so. Follow! Welches EM-Lied war das? Das war ein EM-Lied. 2008? Follow. Nein, später. 2012, glaube ich. Ich komme aus Ukraine, aber ich habe so viele Ausländer hier gesehen, die sagen, scheiß Deutschland, scheiß Deutsche. Und da denke ich mir, okay, du wurdest hier aufgenommen, dir wurde ein Dach über dem Kopf gegeben, am Anfang Essen. Das freut natürlich direkt jeden Deutschen, der ist da direkt horny. Wie sieht das hier? Der geht direkt auf das, was sie sagt, ab, ne? Dass wenigstens einer dich dann was. Du brauchst. Pass auf. Was heißt Bergsteiger auf Japanisch? Hing am Hang. Oma auf Chinesisch kann kaum kauen. Also er sagt gar nichts auf jeden Fall schon mal. Ich weiß, ich trigger mit dem Video jeden und jede Person auf diesem Planeten, aber ich find's trotzdem zu lustig gerade. 10 von 10. Leute, dead or not in Alexandraplatz. Ich bin hier mit. Und? Isam. Welche Frage hast du an dich? Digga, es ist so cursed. Es ist alles so cursed. Ich kann das nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Es ist so bodenlos. Landsmann? Afghane, du? Bulgare, Kroate. Wie alt bist du? 18 und du? 17. Wie groß bist du ungefähr?
1,77. Was ist deine Red Flags bei Jungs? Oh, Dick. Was ist deine Red Flags bei Jungs? Red Flag. Wenn er mit vier Mädchen Kontakt hat. Ja. Hast du noch weitere Fragen? Ich kann das nicht. Wenn er viele Jungs Kontakt hat. Okay, jetzt umdrehen und sieht euch. Sag die Wahrheit, wie findest du ihn? Also, er ist Afghaner, das ist auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Afghaner ist 10 von 10? Wo sind meine Afghaner? Afghaner auf. Afghaner! Und wie findest du ihn? Wie findest du ihn? Nicht mein Typ. Oh, wieder! Afghaner sagt nicht mein Typ! Digga! Ich bin ein süßes Mädchen, aber nicht mein Typ. Warum? Digga, mit dir, es ist alles Psychose, Digga. Ich mache mir mit diesem Video keine Freunde. Wie geht's dir noch weiter? Das interessiert mich jetzt. Bist du gerade in Dating? Wie bitte? Oh, Digga, wie kann sie sich das überhaupt geben, Digga? Oh, mein Gott, dass sie überhaupt an sowas teilnimmt und sich dann von ihm sagen lassen muss, ich stehe auf Blonde. Oh, Digga, das kann er nicht ernst meinen, dass er sie auch noch so vor laufender Kamera noch dumm, ich meine. Kommt drauf an. Also, ich weiß nicht. Ich glaub nicht, ich will jetzt nicht kommen oder so. Auf gar keinen Fall. Und jetzt Fall. Sagt sie, dass sie nicht daten würde. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist wirklich Reality TV. Einfach am Alexanderer Platz. Hier auch wieder Gucci Cap. Welche Stadt? Ah, ich hab weitergemacht. Also, er ist Afghaner, das ist auf jeden Fall. 10 von 10? Wo sind meine Afghaner? Findest du ihn 1 bis 10? Jeder Mensch auf der Welt ist eine 10 von 10, aber er, also er so gefällt ein Quatsch. Mir jetzt so, so ein aber Quatsch. Er ist Afghaner, das ist halt schon so ein Pluspunkt. Digga. Du stehst auf Afghaner. Ja, ja. Ich kann das alles nicht. Afghaner, kannst du bitte sie schreiben? Ist er? Was? Oh, ich kann das nicht. Ja, schreib mir. Oh mein Gott. Also, er ist Afghaner, das ist auf jeden Fall schon meine Schwierigkeit. Ich kann das nicht. Jobcenter, Jobcenter. Bitte mach mir mehr Jagen. Bitte mach mir mehr Jagen. Weil ich brauche 2000. 3000. Ich kann das nicht. Jobcenter. Das war lustig. Give me anything. Na, na, na. Kreuzberg, Cottbusser Tor. Was kommt jetzt? Ihr habt schon Musik natürlich. Ich kann solche TikToks nicht ernst nehmen. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich finde das so unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht, was ich daran unangenehm finde. Aber ich finde das so unangenehm. Oh, Frankfurt. Ja, das ist schön. Oh. Einfach Rudi Völler viel AZ. Ey Leute, wir müssen einen Schlusspunkt finden. Ich bin so süchtig jetzt schon, ne? Aber ich habe den Spaß meines Lebens. Es ist so cursed, was wir jetzt sehen. Es ist so cursed, vor allem, wieso kriege ich... Ja? Salam alaikum, mein Freund. Alaikum alaikum. Ich liebe Knossi. Ich liebe Eskel. Ich liebe das Geräusch. Das oh, Dennis, Bro, ist auch... Oh je, yeah, was geht hier ab? Allahumma balliran. Es ist so dumm. Wenn du eine lebendige Schlange verschluckst, wer würde zuerst sterben? Du oder die Schlange? Lass uns herausfinden, was passieren würde. Während du die Schlange schluckst, wird sie denken, dass sie durch einen Schlauch gelangt. Und dann wird sie den Atem anhalten und ohne dich zu beißen, ruhig in deinen Magen gelangen. Zähl doch Drakes Schlange. Du hast mich gerettet, ich hatte es gerade vor.
Drake, seine Schlange geht immer. Oh, es kann alles nicht noch. Es kann nicht wahr sein, ne? Einfach 12. Und sie schreibt so einen Kommentar. Ich kann das nicht mehr. Ich will es auch nicht weiter gucken. Warum du ihr A-Mau? Sag mal, warum fiese Junge? Diese Musik ist auch gut. UV, irgendein alter Mann ist beweglicher als wir alle. Oha. Das tue ich sehr gerne, und zwar mit Blick auf die Fachkräfte, die sie... Oh, geil, das ist geil, das fühle ich jetzt schon komplett. Junge, das ist ja so ein Vibe, das ist ja so ein Vibe. Okay, gutes Ende. Ich habe jetzt eine Stunde lang TikToks mir angeguckt, mal gucken, wie viel im Video bleiben kann. Ich musste sicherlich das eine oder andere zensieren oder rausschneiden, weil ich hier wirklich auch aus der Haut gefahren bin. Das war mein erstes Mal TikTok. Schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich noch mal weiter gucken, schauen, was mir der Algorithmus hier noch vorschlägt. Eine zweite Episode oder irgendwann auch eine Episode, wo ihr mir eure Lieblings-TikToks schickt. Und die Quizfrage, beziehungsweise was mich interessieren würde, wo seht ihr mich bei TikTok-Content? Welchen Content könnte ich machen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.